So, dann starten wir mal hier Mission Nummer 3. Nach Korea dachte ich, ich werde durch. Aber eins gab mir was, woran ich glauben konnte. Den Fuß in die Tür zu kriegen ist eins. Man muss beweisen, dass man dazugehört. Ich bekam meine erste Chance 2 Monate später. Vor etwas über 12 Stunden wurde der nigerianische Premierminister Samuel Abidoyo entführt, als er am internationalen Technologiegipfel in Lagos teilnahm. Wir vermuten, dass die KVA dahinter steckt, eine anti-westliche Terrororganisation, gegründet von ehemaligen tschetschenischen Separatisten. Der Aufenthaltsort und die wahre Identität ihres Anführers, Codename Hades, sind unbekannt. Das Tatmotiv ist unklar, doch die Entführung fügt sich in eine Reihe von Aktionen der letzten Jahre ein, die der KVA zugeschrieben werden. Ihr Auftrag lautet, die Truppen der Gastgebernation unter Captain Adjani zu verstärken und die sofortige Freilassung des Premiers zu erwirken. Diese Amateure denken, sie verstehen was von Geiselrettung. Wir zeigen ihnen, wie es geht. Beeil dich, Kleiner. Hey, eine Sekunde, ja, das... Das Tanking spinnt noch. Okay. Gut. Ziemlich faszinierend. Verlieb dich nicht ins Spielzeug. Es geht um den Soldaten, der es benutzt. Gideon, meine Männer sind in Position. Wir starten auf Ihren Befehl. Verstanden. In 5 geht's los. Bring uns ja nicht um, Kleiner. So, würde ich sagen, wäre Rico, dann wollen wir mal loslegen hier. Mal gucken, was uns hier erwartet. Mitchell, du bist online. Flugdrohne aktiv. Schicke dir die Übertragung. Jetzt ganz ruhig. Nähern uns Zielgebäude. Komplettes Neuland hier für mich. Kenne ich nämlich schon nicht. Mehrere KVA-Einheiten. Südraum im 1. Stock. Flieg weiter. Und ich hoffe mal, dass wir das hier gleich beim 1. Mal ordentlich hinkriegen. Konferenzraum direkt voraus. Da ist der Premierminister. Boss, guck doch mal, wer bei ihm ist. Hades. Schalten wir ihn aus? Der Premier hat oberste Priorität. Werden wir hier mal ein bisschen rumfliegen? Beziehungsweise steuern. Die Frage ist nur, wann und wie. Wir leben durch Gottes Gnade. Zu töten bringt ihm gar nichts. Ganz im Gegenteil. Schön. Sie haben eine Geisel umgebracht. Wir schlagen zu. Verstanden, Atlas 2-1. Abschussfreigabe erteilt. Alle Teams, Freigabe, Freigabe. 3 Minuten zur Linie Alpha. Die Zeit läuft. Wenn wir angreifen, töten Sie den Premierminister. Das tun Sie sowieso. Wir holen ihn lebend raus. Verbox nicht. Na, ich sowieso nicht. Videoübertragung vom Kommando. Zeigen wir Ihnen, was Atlas kann. Die KVA hat diese Region schon viel zu lange terrorisiert. Es wird Zeit für ein deutliches Zeichen. Ein Handschlag vom Premierminister und ich könnte die gesamte Region retten. Also holt ihn lebend raus. Stressfrei. Stress? Was für ein Stress? Echt? Wir machen uns keinen Stress. Ich muss noch mal kurz in der Option ringen. So, wieder am Start hier. Abgeschlossen. Mitchell, aufbrechen. Meine Männer sind in Position. Niemand feuert ohne Befehl. So, wieder am Start. Ich habe mir noch mal ein paar Einstellungen gemacht. Habe ich schon noch gerade noch mal umgeguckt hier. Die ganzen Texturen waren ja verwaschen und ihr seht es hier besser aus. Jetzt können wir jetzt endlich loslegen hier. Hier drüben. Wir sind in Nigeria.
So. Jetzt mal jetzt hier runter. Und dann werden wir die Bude hier mal. Die Wand hoch. Die Bude mal stürmen. Ah, drücken Sie erst zum Klettern. Ja. Ich habe mich schon am Anfang schon gewundert, Alter, wie sehen denn hier die Texturen auch total verwaschen? Nochmal eine Option drin, Junge, das sieht jetzt hier tausendmal besser aus. Deine Handschuhe werden daran nicht haften. Weil verwaschene Texturen können wir hier nicht gebrauchen. Mitchell, Sturmladung bereit machen. Weil, wie sieht das aus? Weil du kannst ja keine Sau zeigen dann. Platziere dein Ding da. Und los jetzt hier. Bam, 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 bam. Raum sicher. Geiselraum, 100 Meter. Hier entlang. Prophet, wir haben die Randgebäude gesichert und rücken zum Ziel vor. Verstanden, 2-1. Los. Was müssen wir denn überhaupt machen? Retten Sie den Premierminister? Naja, das kriegen wir doch mal hier ganz locker. Ihr seid dran. Und geschmeidigt hin. Was zum Teufel ist das? Harmonischer Puls. Erfasst die Biodichte durch so ziemlich jedes Material. Showtime! Alles klar, Mitchell. Du bist unser Auge. Die Aufklärung zeigt 4 KVA-Mitglieder im Raum. Markier sie. Wir schalten sie gemeinsam aus. Auf dein Zeichen, Mitchell. Ziel bestätigt. So. Markiert. Und Feuer. Auf dein Zeichen. Feuer. Sie werden eine Geisel töten. Alle Ziele erledigt. Schöne Sache. Rettungstruppe, keine Bewegung. Sieht aus, als wäre Hades geflohen. Nicht unser Problem. Mitchell, den Premier sichern. Na also. Ganz tot sieht er nicht aus, war oder doch? Und lass ja die Flossen oben hier alle. So, wenn wir den hier mal anquatschen. Sind weg. Die Technologen des Treffens. Die KVA wollte sie, nicht uns. Johnny. Was? Meine Männer haben sie in einem Truck gesichtet. Farbe. Welche Farbe? Weiß. Position. Wo? Sie verlassen die Innenstadt. Okay, Bewegung. Team Alpha sichert die Sichtverbindung. Sir, hier sind sie sicher. Danke, Soldat. Na komm, labert nicht. Weiter jetzt hier, Mann. Oh, ist das hier eine hübsche Knarre? Ah ja, die sieht doch gut aus. Wir haben Verkehrsüberwachungsaufzeichnungen eines weißen Trucks auf der Independence Road südwestlich. Roger. Wissen wir. Wir wissen, warum wir hier sind. Oh, ist nicht bloß ein Verkehr, ey. Scheiß Berufsverkehr. Uiuiui. Hier ist immer bald los auf der Straße hier. Setz deinen Overdrive ein. Balkon, ja, wo? Da. Hier, fang das. Sanitäter,
Ihr braucht keine Sanitäter mehr hier. Alter, wie viele kommen denn hier noch? Boah, Junge, Alter. Hochexplosiv hier, Alter.